So, hallihallo, liebe Freunde, willkommen zurück auf meinem Kanal zu dem geilsten Spiel hier auf dem Planeten Erde. Ja, Star Wars Battlefront. Oh ja. Hopp, es zeigt deine Begeisterung. Ja, das Spiel ist so cool, ey, ich freue mich schon. Ja, und warum ist es so cool? Weil es zu 100% immer dasselbe ist. Ja, und es gibt noch was Neues. Es gibt neue Überlebensmissionen. Ja. Zwei neue Waffen. Warte, ich freue mich so sehr. Boah, ich bin so nervös, ich kann kaum auf die Menüs, Menü-Buttons klicken. Ja, ich auch. Nicht. Ich auch. Ja, warte mal. Also, ja, der HerrJub ist wieder dabei. Jo, guten Tag. Ich glaube, bis jetzt bei Star Wars war es immer nur du dabei, sonst niemand. Voll viele wollten aufnehmen damals. Da siehst du, wie treu ich bin. Ja. Was ist das eigentlich für ein Müllcontainer, der jetzt hier im Bild ist? Der ist auch neu. Welcher Müllcontainer? Naja, diese Roboter da. So komisch und der aussieht wie von irgendeinem Studenten zusammengebastelt, ey. Vielleicht ist er das auch. So, was spielen wir? Überleben im Rebellenlager. Ich glaube, in der Folge zeigen wir nur ein neues Level, oder? Ja, ja. Erstmal das Überleben. Achso. So, natürlich nochmal, ich werde dein Partner sein. Alter, was ist denn das für ein Name? Panzer, Kampfwagen, 3, Ausführung. Ausführung J wie. Das hat so Juhu, wie Jabba. So ein kleines Streamer-Verarschen-Spiel, weißt du, wenn man einem Streamer zuguckt und ihm joint oder so, dann sieht er diesen Namen und versucht den mit englischen Akzent nachzusprechen, ist immer lustig. Hm, ja. Überleben in Eishöhlen sieht aus, als wäre das so eine Map zum Rumfliegen, aber ist wahrscheinlich zum Rumlaufen. Wie meinst du das jetzt? Rumfliegen, weil da TIE Fighter auf dich schießen? Ja, ja. Und du deswegen wegfliegst oder. Apropos! Ganz kurz, TIE Fighter, ich habe Star Wars geguckt, Episode 7. Und da sagt er wirklich, ein TIE Fighter. Ein TIE! TIE! TIE Time oder was? Ich habe mich da auch gelacht drüber. Das heißt doch immer TIE Fighter, schon immer. Ja, die Krawattenjäger, aber die können halt nicht da dieses proper Englisch sprechen. Was findest du cooler, welches Level? Überleben in den Eishöhlen oder Rebellenlager? Das kommt drauf an. Also bei den Eishöhlen kriegst du von TIE Fightern aufs Maul. Aber die Map sieht gut aus. Und Rebellenlager, ja, hat auch was. Da sind halt keine ATS-Tests oder so. Also machen wir Eishöhlen. Ja, können wir machen. Partner. Die wundervollen Eishöhlen da, ey. Warte auf. Drei aus I. Ach nee, I. I hätte ich sagen müssen. Ich hab 3 gesagt. Eieiei, verkackt. Ja, ist. Achso, ja, okay, jetzt habe ich verstanden. Hast du irgendwas bekommen? Oh ja. Spiel wird gestartet. Bin mal gespannt. 2 Rebellensoldaten sitzen wir in einer imperialen Offensive. Das ist schon wie ein Kaffeekränzchen, ne? Quang, ja, dann spielen wir auf Meister, dann ist es keins mehr. Sei auf der Hut. Möge die Macht mit mir sein, ich habe gar kein Lichtschwert, du dummer Schwaller, ey. Möge die Macht mit mir sein, genau. Was ich ja. Darf ich ganz kurz den 7. Teil von Star Wars nochmal kurz kritisieren? Ja, mach mal. Ich bin ja ein fetter Star Wars Fan und ich habe noch nie in der Weltgeschichte gesehen, dass ein Mädel oder ein Typ, also nichts Rassistisches jetzt gegen den Schwarzen, aber die beiden haben noch nie irgendwie großartig ein Lichtschwert oder so bedient und konnten besser kämpfen wie dieser olle Sith-Heini da. Ja, das war sowieso voll der Mongo. Warum nehmen die so einen? Der hat keine Ähnlichkeit mit Han Solo gehabt. Ja, das ist schon ein anderer der Vater eigentlich. Auch Finn, ne? Der kriegt da dieses Laserschwert, er hat nur höchstens mit einem Blaster geschossen und ist einfach im Kämpfen, der rastet der da voll aus. Wie? Ja. Aber gut, Disney, please. Hat mich gewundert, dass da kein Lichtschwert war mit einem Einhorn oben drauf und gesprochen hat oder so, weil Disney das gemacht hat. Warte mal ganz kurz, warum kann ich so viele Sachen auswählen? Es gibt ja neue Blaster. Ja, ich kann voll viel auswählen. Und dieser Relvi V10 ist neu, DT12, DL18 ist neu und welches war das noch? Das sieht gut aus. Das neue schwere Blaster, den kann man gar nicht spielen. Achso, doch, da ist es doch. Warte auf Panna. Ja. Oh, ein X-Wing. Ja, ein Ach nee, das heißt ja auf Deutsch ein X-Flügler. Oder ein Luftspeeder. Ich lass mal das Video laufen. Ja, das ist gute. Ja, aus Battlefront sagen sie mal Luftspeeder. Luftspeeder. Mhm. Sagen sie auch zu den anderen. Das ist was muss man übrigens. Achso, wir müssen Wellen jetzt besiegen, gell? War das doch irgendwie sowas? Ja. Total spannend. Ich kann's Ach, oh, it's a trap! Warum habe ich das Gewehr genommen? Guck mal, das schießt einfach nur so zack und dann. Snipergewehr, oder?
Ja, ich wollte das, glaube ich, doch nicht. Boah, ich habe es voll vergessen, wie gut Star Wars eigentlich aussieht, ey. Voll krass. Auf zu schreien, was ist los? Kannst du ausrasten, tut mir leid. Ja, ich, warte, ich gebe dir ein Lichtschwert. Dann kannst du ausrasten. Warte. Hier. Oh, was habe ich jetzt gedrückt? Hoch. Ja. Komm mal, oh, da hinter dir ist so ein Robot. Was? So ein Mainstream-Star Wars-Droide. Upsala. Stirb! So, was machen wir jetzt? Wo sind die Gegner? Nee, da vorne sind sie doch schon. Hinter dir. Dreh ich mal um. Ist er wieder weggeflogen. Aua! Sackgesicht. Ey, weißt du, was ich bei Division voll geil finde? Das erinnert mich gerade dran, hier die Schneemap. Wenn du da so rumläufst und so Schneesturm hast, die ganze Schnee auf deiner Mütze und auf deiner Schulter und Rucksack und das so drauf. Das sieht cool aus. Voll geil, ja. Bei dem Hazmat-Suit sieht das am coolsten aus. Ich mag Details in Spielen. Habe ich keine zweite Waffe? Scheiße. Nee, das ist Star Wars Battlefront, was erwartest du hier? Also von EA zumindest. DICE. Sorry. Schocktruppen. Schocktruppen, Sturmtruppen. Na komm, wir zeigen mal ein bisschen die inneren Höhlen, also. Oh, Treffen. Oh, hab ich mich getroffen? Ist ja der Teambeschuss an? Nö. Dann habt ihr gerade einen Header von hinten gegeben. Das ist kein Problem hier, ich kann ja auch einer rein. Alter Schwede, dein Name, ne? Jetzt über deinem Kopf, das sieht einfach so. Ich kann mich auch falsch. Wieder an HerrJub umbenennen. Das sieht so deplatziert aus. Ist aber. Oh, das sieht ein bisschen komisch aus, das Schnee. Total künstlerischen Namen. Nö. Ich bin Anwalt. Achso. Ich erinnere mich auch um. In Tiger Ausführung B. Alter, was ist denn hier los? Die genaue Bezeichnung weiß ich jetzt nicht mehr. Ich muss gerade den inneren Nazi weglassen. Also den gefakten Nazi. Können wir ein bisschen Blut hier reinpatchen. Wenn ich jetzt über Nazis rede, kommt gleich das KKK und schreibt dir Kommentare. Apropos Kommentare, weißt du noch, als wir diese GTA-Folge aufgenommen haben, du mir einen Cheat gezeigt hast, so aus Spaß, ne? Mhm. Das war ja so voll die Spaßfolge. Kam einer, hat voll geflamed. Hat gemeint, ihr Pisser und hoffentlich werdet ihr gebannt. Oh, ich hab das mit dem Cheaten komplett sein gelassen, weil. Ja, hallo, das war ja auch nur ein Scherz, das war ja nix so, ne? Ich hab das eigentlich nur so zum Witz benutzt. Großartig genervt hatte ich damit keinen. Höchstens Kollegen, den habe ich einfach mal eine Toilette an den Kopf gespawnt, das war auch lustig. Aber mehr habe ich damit auch nicht gemacht, weil ich hasse ja Cheaten komplett, ich bin ja total gegen Cheater. Ja, ich auch. Ah, Alter! Ich kann treffen. Ah, guck mal, da oben ist ein Krawattenjäger. Was? Hallo? Ja. Ey, wie geil die Höhle von innen aussieht, diese komischen... dieses Krisselzeug da überall. Ja, wenn man... Ich habe so Lust, so drüber zu streicheln, was? Aua! So, lass mal gleich einen. Ach, die sind alle schon tot. Ich wollte schon sagen, lass mal einen Gegner am Leben. Da ist auch einer am Leben, ein Gegner. Ja, der TIE Fighter da oben. Achso, wie kriege ich den? Zack. Musst du draufschießen. Was? Berge die Kapsel. Da kommt er. Irgendwie erinnert mich die Map an Hot, an den Hoden. So. Beeindruckend. Du hast schon mal an die Kapsel, jetzt zeig ich dir, was beeindruckend ist. Du musst mal, wenn du eine Kapsel eroberst, einen Gegner am Leben lassen, den die Kapsel erobern lassen und dann nochmal zurückerobern. Der steht dann einfach nur die ganze Zeit und guckt drauf. Der macht dann gar nichts mehr. Cool. Verbuggt. Gut. Brauchen wir das Herz da unbedingt hin? Sind wir so schlecht in diesem Spiel? Ich brauche kein Herz. Warte mal. Soll das gerade ein bisschen... Okay, egal. Ist Hopfen und Malz verloren. Ich bin so eiskalt, ich brauche kein Herz. Ach so. Aber nicht toll. So. Der da hinten ist. Warum sind eigentlich die Mützen so scheiße hier bei den Rebellen? Genau, so komische Kackmützen. Ja. Irgendwie sind generell die Models hier teilweise scheiße. Nur die Imperialen sehen okay aus. Die Rebellen sind irgendwie der größte Müll hier in dem Game. Oh, der Boss. Oh mein Gott. Das ist der Boss. Yippie! Hier, ich hab's jetzt offen. Ja. Ich mach erstmal einen Abgang. Eine Annäherungsmine. Was habe ich bekommen? Ein Exploder. Ach, die Annäherungsmine haben sie jetzt umbenannt. Willst du wissen, wie? Das ist die Umgebungsbombe. Die Umgebungsbombe, oh mein Gott. Ja, damit komme ich in so ein Café, weißt du? Das ist ja so eine geile Schnalle. Sag ich auch zu dir, du bist voll die Umgebungsbombe. Geile Sau. Guck
kann man das nennen. Ich will weg von dem Teil, damit kann sich selber umbringen. Zeige ich demnächst zu meiner Freundin. Willst du ein Herz haben? Umgebungsbombe. Oh, danke. Ja, sag das mal zu der, mal gucken, wie die reagiert. Ich hab eigentlich eine Bombe ins Gesicht, ey. Warte mal. Eine braune Bombe oder eine normale? Eine Faustbombe wahrscheinlich. Genau. So. Ah, wie geil das aussieht. Ich sehe. Ich kann den ganzen Tag Schnee lecken. Die Sonne. Also die KI ist sehr schlau, muss ich sagen. So in einer Reihe hintereinander. Ich hab die einfach so nacheinander. Das solltest du nicht sagen. Wenn die Scharfschützen kommen, dann ist das ja doch was anderes. Die gehen dir auf die Nerven. Ah, wir sind ja schon wieder hier. Ja, das ist eine Überlebensmap. Die sind winzig. Hallo? Ach, hier unten ist er doch. Geronimo? Jetzt läuft er da oben wieder hoch, wo ich gerade herkam. Was? Kleiner Troll. Oh, das war so ein Scharfschütze. Boah, 15 Wellen, ey. Boah. Ach, das geht schnell. Ja, bin ich mal gespannt. Wo denn? Eine Versorgungskapsel. Deutsch muss gekonnt gelernt sein. Versorgung. Ach, da hinten. Wir müssen doch alle schon gebrochene Beine haben, so wie die mal landen nach dem Jetpack. Ach. Die haben harte Knochen. Die macht es ja mit uns. In den Beinen. Stirb! Oh, der Krawattenjäger, ey. Schnell zieh eine Krawatte an, dann lässt er dich in Ruhe. Hab ich ihn getroffen? Aua, jetzt geht's aber auch von allen Seiten. Ja, ich hab leider das falsche Gewehr, um hier mitzuhelfen. Yeah! Double Kill, Multikill, Triple Kill, Monster Kill. Aua. Ich bin am Verzweifeln mit dem Gewehr hier. Warum sollte jemand das wollen? Was ist das für ein Gewehr? Eigentlich. Sniper-Gewehr oder was? Das ist aua! Noch eine Imperial- ja, Kopfgeldjägern in Star Wars. Kennt doch mit Sicherheit die Szene in Coruscant im Film. Ja. So, diese Olle da stand und dann schnell weggeflogen. Wandler. Genau. Genau das Gewehr ist es. Was denn? Ich hab einen Luftschlag. Wo? Bist du? Da. Wenn wir da vorne rauskommen, dann gibt's einen Luftschlag. Okay, da kommt keiner. Wie nutzt man das Fernglas? Das ist der Luftschlag. Achso. Ich hab so lange kein Star Wars mehr gespielt. Oh Gott, hinter uns. Jetzt kommen die Jet-Truppen. Denk dran, wenn du auf die schießt, dann machen die ihr komisches Schild an. Hui! Abflug. Wow. Arschbombe! Los! Oh, ich dachte, du machst Nahkampf. Wie denn? V. V. Oder V wie Nahkampf, ist logisch. Genau, V wie Nahkampf oder mittlere Maustaste wie Nahkampf. Ah, okay, ja, das ist ein bisschen besser. Hier, komm, wir haben jetzt noch einen dritten Mitspieler. Der achtet jetzt, in welche Richtung lassen wir den gucken. Da. So. Ich weiß nicht, was ich von dem Gewehr so halten soll. Das ist schon viel Schaden. Ja, das schon. Hat Matze, was das für eine Kühlkraft hat und so. Da ist jemand in meine Mine reingelaufen, das macht mich glücklich. Oh, Nahkampf! Ich versuche die ganze Zeit auf denen ihre Jetpacks zu schießen, so wie bei der Division. Division. Ne, das weißt ist kein Cleaner, bei dem geht das nicht. Bei Boba Fett geht das aber jetzt seit neuestem, glaube ich. Oder schon immer, weil der nicht. Damals ging's nicht. Wenn du dem aufs Jetpack schießt, kann er nicht mehr fliegen. Also, wenn schon okay. Spielt. Das ist aber gut, dass die Rettungskapsel direkt hier reinfliegt. Oh ja. Okay, man hört wie ein Krawattenjäger. Ich habe ja letztens gerätselt, wie die TIE-Jäger überhaupt fliegen können. Ja. Weil die haben ja in der Mitte eine Kugel und wenn die hier auf einem Planeten rumfliegen müssen, die, weil der
Luft besitzt, sag ich jetzt mal, hm, die ganze Zeit sich drehen. Ja, es ist ein Mysterium. Jetzt fliegen da zwei von rum draußen. Wäre geil, wenn der so vorbeikommt. Ich benutze mein Jetpack und schlag den so auf die Fresse rein. Schön aufs Cockpit rein, vorne. Cockpit, ja, rein. Also mal Glück gehabt, du Sack. Ja, kommst du an? Nein. Oh. Aber wie soll man die denn treffen? Ich hab gar nichts dafür. Ich könnte auf dich zufliegen, einfach draufschießen. Einen komischen Blaster, irgendwie in dieser Dreiersalbe. Ach, du hast den EE3. Ja, hab gedacht, das wäre toll. Von Boba Dick. Boba Dick. Ha! Ich hab den gerade aus dem Cockpit rausgeschossen, jetzt. Was Kock gesagt. Ganz gefährlicher Flügel. Scheiße, jetzt wird das Video zensiert. Ja. Ach, voll billig, ey. Pappdinger hier. Pappfighter. Müssen wir umbenennen in Pi-Fighter, P-Fighter, Pappfighter. Pi-Fighter? Pi-Fighter. Hast du noch was auf deiner vierten Taste? Ein. Ja. Ein, so eine tolle ein Granate. Zusatz irgendwas, wie sie das genannt haben? Okay. Diese super Detonationsscheiße. Ja, die Dubstep Grenade. Pass auf, den Schattentruppen, die one-hitten die Schatten. Es ist gleich ganz schön dunkel hier mit den Schattentruppen. Was? Ich hab gesagt Schatten. Ich hab nichts von Schwarz oder N. N. Eger gesagt. Jetzt werde ich rassistisch, stimmt. Hm. Tschüss. Mann, ihr seid voll scheiße. Gebt euch mal Mühe. Unser dritter Spieler kriegt Probleme. Aua. Boah, der Schattentyp hat drei Schüsse mehr ausgehalten. Als die anderen. Hey, guck mal, der dritte Mitspieler hat hier voll die KD, ey. Besser als meine wahrscheinlich. Er ist ein wenig mechanisch, aber er kann nichts dafür. Ja, und der letzte Gegner, wo ist der? Da ist er doch. Oh. Mir ging gerade was durch den Kopf hier, als ich diesen in diesen flauschigen Schneetunnel geguckt habe. Flauschig? Ja, ich wollte eben sagen. Ja, komm, ich sag's. Es hat ausgesehen wie eine Yeti-Muschi von innen. Aber gut. Jetzt fragen sich die Leute, woher weiß er, wie der aussieht von innen. Das frage ich mich auch gerade. Wo ist der? Ich stell's mir so vor. Wenn eine Yeti-Frau vor mir steht, die hat zeigt mir. Au! Sackgesicht, ey, knalle mir erstmal voll einen hinter die Birne hier. Ja, pass auf, mit zwei Schüssen bist du tot bei denen. Und auf ich hab's gemerkt, 50 Prozent. Das ist ja die einzige Map, die ich noch auf Meister schaffen muss hier. Und ich krieg's nicht hin. Weißt du, was mir ein bisschen fehlt hier? Fußspuren im Schnee. Warum sind hier keine Fußspuren? Hallo? Ich sehe die. Ah, doch jetzt. Ah, das ist, weil das da oben eingefroren ist. Oh Gott, da kommen wieder Jet-Truppen. Komm, wir gehen zu unserem Kollegen da hinten, der ist wenigstens treu. Hab ich gesehen, du Pisser. Huch, aua. Ich wollte ihm auf dich schießen. Ja, abgehangen. Da fliegt er durch die Luft, macht seine Choreografie. Eine Ballerina, eine kleine mit Jetpack. Ah, ich kann den Tunnel immer reingucken. Das ist mir jetzt zu pervers. Nicht übertrieben. Ah! Ja, ich hab ein bisschen Angst. Oh, da ist ein Herz. Halt mich fest, Flash. Toll. Da fliege ich erstmal fett mit dem Gesicht gegen eine Kante. Oh. Hilfe, Schatten! Schatten? Ich werde Angst vor dem schwarzen Schatten. Ich glaube, du solltest mal vielleicht zu irgendeinem Psychologen oder so zur Behandlung gehen. Wenn du schon irgendwelche Warum? Schatten auf dich zulaufen siehst. Ja. Ich könnte sogar unsichtbar machen. Wir haben das Signal einer weiteren Rettungskraft. Ich habe eine dicke Wumme dabei. Oh Mann, ey, ich bin zu blöd, um hier lang zu laufen. Wie kann man nochmal die Perspektive ändern? Sehr gut, Titan. Bald gehört die Rettungskapsel uns. Schon besser.
Aua. Das war wieder eine Mine von mir. Wie viele habe ich noch in diesen Dingen hier? Putz. Habe ich ihn weggehauen in den Schatten mit meiner super Megabombe. Toll, jetzt hast du deine Granate für den Schatten verschwendet oder was? Nee. Ja, da gibt's doch sonst nichts, wo man das benutzen kann. Ich will außerdem was Neues einsammeln. Okay, Granate ist voll leer. Ich werde auch krank, ich sehe auch gerade einen Schatten. Oh, die Lichter sehen ja richtig sweet aus hier. Sweet. Ich finde ja deinen kleinen Spruch von gerade mit der Yeti-Muschi am besten. Ja, das ist so. Guck doch mal in den Tunnel rein, wo dein Kumpel da steht. Und dann stellst du dir vor, diese Eiszapfendinger da, das ist Krisselzeug, sind einfach so, so Kokoraspeln, weißt du, so aus Fell, so flauschige. Geil. Ja, dann will ich nicht wissen, warum das hier alles auch noch weiß gefärbt ist. Ey, das hat die Stille ein. Hallo. Pupfighter, wo bist du? Achso, Oh Mann, ich hab nicht getroffen. Macht auch gut Schaden, ey, der Sack. Komm zurück. Ey, der fliegt noch. Achso. Ich bin ein bisschen traurig jetzt. Warum? Oh, boah, geil! Der abgekackt ist. Das war ein 360 gemacht. Der hat aber Skill, ey. Oh shit, da kommt er wieder. Und nicht getroffen. Mann, jetzt werde ich mal traurig. Blaue rumfliegen und die alle hier dominieren. Der nervt aber auch, ey, der Typ. So. Das Imperium schickt eine Welle zusätzlicher Verstärkung. Ja, das Imperium kann mir mal die Cojones lecken, ey. Was ist denn damit? Die was? Die Cojones. Meine zwei Glocken aus Eis von Hod, vom Hoden. Achso. Mhm. Die Eishöhlen auf Hoden oder was? Mhm. Ah. Was warte mal. Nee, ich frag nicht. Guck mal, was ich hier hab. Juhu! Achtung, trifft das dich auch jetzt? Nee. So, mal ein bisschen Call of Duty Action hier. Was ist Call of Duty Action? Durch Rushen oder was? Durch Rushen drehen so und dann zack und ja. Was für eine wunderschöne. Dann mach ich mir noch so einen Namen: XX, HerrJub XX for 20 Blazes. Shadow Killer Player. Genau. Pwn in your face. Dann mach ich noch einen Stimmverzerrer an und tu so, als würde ich über 30 sein. Und da lade ich Montages im Internet hoch mit 230p. 40. Ja. Wo sind die Gegner? Da ist einer. Und hinter dir ist auch noch einer. Nicht mehr. Ist noch irgendwo einer? Oh, scheiß ja, Jetpack, ey. Da fliegt ein Protokoll-Druide rum. Das ist Discount-Edition hier, was ich anhab, ey. Da fliegst du so 2 Meter, erstmal im Gesicht wieder gegen Felsen. Gar nichts gebacken, dem Scheiß. Oh, ich hab ihn umgebracht. Nee, also das ist mein Turret. Ich hab jetzt ein anderes platziert. Achso. Das sind neue Sachen, oh neue Gott. Gimmicks. Nein, kein Nahkampf bei dem, ey. Die. Hast du mal Jenna Knight gespielt? Jenna 2? Ja, ist aber schon lange her, boah. Das mit Kyle Katarn. Das, was sie mit dem getan haben, tun sie dir hier auch an. Die spritzen irgendwelches Betäubungszeug in den Anus und dann bist du betäubt. Oh, Hilfe! Also, Betäubung ist hier in diesem Spiel sterben. Okay, achso. Ich wollte eben die Waffe wechseln, hab auf 1 gedrückt und hab erstmal das Jetpack hier drin benutzt. Das ist, ey, wenn du so viele Spiele durcheinander spielst. Na komm, stirb halt. Passiert. Kam ein bisschen spät, die Granate. So, wo ist der nächste TIE Fighter? Ich hab eine intelligente Superrakete oder so. Oh Mann, ich hab ihn nur verletzt. Your face. Was? Boah, wieder gegen Felsen. Versuche jetzt mal hier hoch zu fliegen, aber irgendwie. Eine Schocktruppe. Hä, warum ist er jetzt wieder weggelaufen? Wegen einer Granate, oder? Warum rennt er weg? Komm zurück. Aua. Oh Mann. Ich wollte gerade die übelste Action machen, ey.
wie das immer ausgesehen hat. Ich gebe mir so einen Headshot und der fällt einfach wie so ein Sack gerade runter. Ey. So bescheuert aus. Animation vom Atari. Ey. Ich soll mal so importiert. CS 1.6 Animation hier reinmachen, weißt du? Ja. Warum umkippen. Lange hier, 20 Minuten 11 haben wir schon hier. Da ist ja. Ein Krawattenjäger. Der Feind ist in ihrer Zone. Ha. Krawattenjäger. Die Kapsel brauchen wir eigentlich gar nicht. Das ist jetzt die letzte Welle. Oh, scheiße, ich dachte, wir sind. Sagen wir jetzt. Also keine. Das ist doch eine intelligente Rakete, habe ich keine Zielerfassung? Aua, hier. Nee, aber du zielst auf den und schießt dann direkt und folgt dir. Ja. Und tschüss. Scheiße ist die Rakete in die Legende, ey. Ja, war richtig. Die ist genau dahin geflogen, wo sie hingeschossen hat. Es lebt nur noch so ein Mainstream-Droide. Mainstream sage ich, so nennen Kollegen und ich die, weil die sich überall gleich anhören. Wir wiederholen immer denselben Sound. Machen die doch irgendwas zu finden. Kennst du das? Ja. Das Geilste war bei dieser Old Republic, da bei diesem Online-Rollenspiel. Da gab es so einen Questgeber, so einen Druiden. Da habe ich die ganze Zeit schon eine halbe Stunde bei dem gestanden, hab mir alles angehört, finde ich. Eine halbe Stunde? War witzig. Ja, da war ich unterhalten die ganze Zeit, das war witzig. Also, sein Rumgelalle. Sagt die ganze Zeit. Yeah, wow, geil, wir sind voll die Helden. Ey, es hat er sogar gesagt. Boah, du bist. Den haben wir es gezeigt. Wo ist deine scheiß Kugel, wo du die Zukunft voraussehen kannst, ey? Warum bin ich eigentlich eine Frau? Geht's keine Ahnung. Wir haben's geschafft! Genau. Ja. Warte mal, also Kopfschüsse habe ich. Boah. Ja. Also ich muss sagen, krass. Dieser Modus ist sehr spannend. Also, auf schwer ist bestimmt schwierig. Schwieriger, logischerweise, ja. Und was ist dann auf schwer? Ja, irgendwie. Wie viel kostet der Season Pass momentan? 50 Euro. Warte, nee. 49,99, okay? Ja, okay. 1 Cent. Nicht 50, also ein bisschen billiger. Ja, kann ich den Zuschauern leider keinen Outer Rim zeigen. Ja. Brauchen sie nicht. Ich wollte gerade ein bisschen rassistisch werden, lass ich aber. Outer Rim. 49,99, ja, hammerhart. Naja, gut, dann war's das für Star Wars und ja, mal gucken, ob ich mal wieder was aufnehme von diesem spektakulären. Was du noch zeigen kannst, ist, wenn Yeti du auf Sammeln Schnee, gehst. Ne? Sammeln? Sammeln, genau. Und dann auf Freischaltungen und dann unten die Hattenaufträge. Und diese wunderschöne Musik. Hilfe, hallo? Was geht hier ab? Ja, wie ich mich auch gefreut. Gleich geht er ab, Jabawanga. Er hat einen Rotz im Gesicht hängen, Schweine, putz mal die Nase. Hallo, der ist erkältet. Ja, der ist immer erkältet, glaube ich. Der vor allem sieht aus wie Kaldal, ist ein Auge größer als das andere. Was hat denn in der Hand? Achso. Macht sein Übergewicht. Belohnung. Naja. Ja. Dann würde ich mal sagen, ciao mit Au, ne?